Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Discord-Runde, dieses Mal in Lemgo. Es geht über 13 Bahnen mit mir und so kriegt ihr einen Eindruck über einen Parcours, der da noch nicht steht, aber es wäre schön, wenn da mal einer irgendwann mal entstehen würde. So, wir sehen hier die Bahn 1, die hat 98 Meter, Par 3, der Korb steht hinter ein paar Bäumen. Wir müssen einen Backhand herunterspielen. Da sieht man mich, ich werfe dieses Mal mit links. Den ersten Wurf, so zweiter Wurf mit rechts. Da wollte ich eigentlich einen Heiser spielen, aber da sieht man, wie der Wind die Scheibe runtergedrückt hat. Ja, und so ein Putt aus der Distanz muss normalerweise rein. Zack, hat man eine 4. Und es geht weiter zu Bahn 2. Die hat 78 Meter, Par 3. Das Feld rechts und genauso alles, was links hinter Gehweg ist, als OB. Hier müssen wir ein paar Kunstskulpturen umspielen. Also entweder eine Vorhand, Linkswurf, wie in dem Fall bei mir, oder rechts um die ganzen Skulpturen. Das ist ein Heiser. So. Ach, der war knapp. Hätte ich mir schon gewünscht, dass das reingeht. Aber 3 ist hier auch ganz okay. So, Bahn 3. Gehört eine zu den längeren Bahnen hier, die hat Par 4 und die ist wirklich nicht ohne, 133 Meter, hier der erste Wurf, da muss man schon ganz schön weit rechts ansetzen, weil ansonsten, und auch nicht zu hoch werfen vor allen Dingen, weil ansonsten nimmt man sie an der Länge von dem Wurf. Zweiter Wurf von mir, diesmal mit links, da habe ich aber viel zu weit nach links geworfen, also das Gegenteil erreicht von dem, was ich wollte. Ja. Mache ich den Putt. Ah, sehr knapp. Tatsächlich hätte es vielleicht ein Birdie sein können, aber stattdessen nehme ich Par. Also eine 4. Bahn 4, Par 3, 76 Meter. Und hier muss man zwischen den beiden Bäumen durchspielen. In den ersten beiden Runden konnte ich da durchspielen. Aber dieses Mal hänge ich an den Bäumen. Also ich bleibe an den Bäumen hängen. Das ist wirklich schade. Weil da weiter zu spielen ist nicht einfach, denn, ja, könnt ihr sehen, da bleibe ich wieder an den Bäumen hängen und nun werfe ich schon bereits, also es geht schon bereits mit dem dritten Wurf weiter. War das schon, also Heiser, Spike Heiser, ja, also der Putt war schon nicht einfach, Spreader Putt, ja, zack, eine 4, so schnell geht das. Aber ich glaube, ich hätte da auch mit einer 5 nach Hause gehen können. Man den Markt da gerade noch reinpattet. So, Bahn 5, 63 Meter, eine der kürzeren Bahnen. Die ist recht einfach, wenn man gut durchkommt, denn man kann durch die Bäume durchspielen, geradeaus oder wie ich das so mache, rechts herum um den Baum, also ein Heiser. Aber ich glaube, im Sommer wird das wirklich schwer, um den rechts herum zu spielen. Ja. Das erste Birdie, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Bahn 6, 124 Meter, Par 4 und wir müssen hochspielen dieses Mal. Der Weg rechts und da ist dahinter ist OB und ich habe versucht hier die Scheibe als einen Inheiser anzustellen, der dann wieder zurückkommt. Denn ansonsten macht man da keine Länge. Ich habe vor ein, zwei Jahren glaube ich haben wieder gespielt, Außenstand und da bin ich vielleicht auf 30, 40 Meter gekommen. Deswegen, der Wurf, der war schon ganz gut, deswegen habe ich auch gejubelt, so. Zweiter Wurf mit links. Und ich glaube, ja, ein bisschen weiter rechts, dann wäre es richtig gut geworden. Dann hätte ich nur einfach die Scheibe reinlegen können. Aber, na, ein Birdie. Da bin ich echt glücklich gewesen. Mal kurz den Volker. Wir haben die Bahn 7, 61 Meter Par 3 und da versteckt sich der Korb zwischen vier Bäumen. Und die ist zwar kurz, aber doch nicht so ganz einfach, denn man kann natürlich versuchen, flach zu werfen, vielleicht einen Skip zum Korb. Da hole ich aber jetzt hier gerade, das sieht man zu weit aus und bleibe an den rechten Bäumen hängen. Ja, und jetzt den Putt zu machen, das ist wirklich nicht einfach. Aber, ja, da jubel ich, glaube ich, völlig berechtigt und da habe ich mich wirklich befreut. Das nächste Birdie, da kann man vielleicht ein paar schlechte Bahnen wieder gut machen. Es geht weiter zu Bahn 8 und da möchte man rechts nicht in der Hecke landen.
Also da sind zwar ein paar Bäume, die ersten zwei Runden habe ich da fast durchspielen können, geradeaus durch. Jetzt fliegt die Schale zu weit rechts und prallt mir noch dazu von einem der Bäume in der Hecke. Und da haben wir den Salat. Ich muss mal wieder einen der schönen Büsche da reinkriechen. Und von da aus zu spielen, das ist wirklich nicht einfach. Also da braucht man gar nicht zu versuchen, auf den Korb Ach zu Gott. werfen. Also ich glaube, die beste Entscheidung ist einfach nur raus aus dem Gebüsch. So, jetzt versuche ich einen Spike Kaiser zu werfen. Aber bleibe an den Bäumen hängen. Ja, jetzt muss der Putt aber rein. Weil sonst gehe ich mit der 5 nach Hause. Ja, schöner Putt. Da sieht man, wie ich mich drüber freue. Ja, halt eine 4 statt eine 3. Schade. Aber wie ihr seht, habe ich mich doch drüber gefreut. Es geht weiter zu Bahn 9. Es ist eine Inselbahn. Ja, also der Weg links herum. Ringsherum und hier sieht man es genau und auch das ganze Grünzeug. Das ist alles OB. Ja, ich glaube, da habe ich einen Heiser geworfen mit meiner Midrange. Ja, von hier aus sieht das richtig gut aus, aber es waren doch noch ein paar Meter. Aber für einen geübten Spieler ist das nichts. Ich glaube, ich habe da schon wieder ganz schön gezittert. Ja, das nächste Birdie. Minus 1 sehe ich gerade hier. Bin da ganz gut unterwegs, aber mal gucken, was an der Bahn 10 passiert. Denn die ist wirklich nicht ohne. Wir müssen da, seid ihr, seht ihr, habt ihr den Poller gesehen? Da muss man links herum spielen. Ist ein Mandobaum. Links der Weg und die Hecke rechts ist schon bereits OB. Und wir spielen hier leicht hoch und dazu noch Gegenwind. Ja, und da bin ich an einen Bäumen hängen geblieben. Ja, und hier könnte man theoretisch schön waagerecht werfen. Aber da dachte ich mir, da fliege ich dann wieder zu sehr nach links. Ja, und das war so, ja, zu weit ausgeholt, zu weit nach oben. Ja, dann flutscht die mir. Ja, vorhin sagte ich, die Hecke links, das ist alles OB. Deswegen konnte ich hier weiterspielen und hier habe ich völlig blind geworfen. Ich hätte gerne noch die andere Perspektive gehabt, aber da seht ihr, wie ich da ringsherum rennen muss. Und das war am Ende doch ganz gut. Zack, zu einer 4, wenn ich mich nicht irre. Ja. Ja, sieht nach Volker, der so nett war, die Safari da veranstaltet hat. Nochmal herzlichen Dank. Ja, ein schöner Tag. Bahn 11, 100 Meter, Par 3. Und hier geht es wirklich runter. Also, mein Ziel war es, hier die Scheibe als einen N-Heiser anzustellen, der dann wieder zurückkommt. Denn wenn man hier zu hoch wirft, zu waagerecht, da fliegt die Scheibe dann nach kurzer Zeit nach links und man macht kaum Meter. Deswegen war das auch so ein bisschen Premiere hier für mich, weil ich das so gut wie nie werfe. Aber da kann man sehen an der Reaktion und hören vor allen Dingen an der Reaktion meiner Mitspieler. Das war schon echt ein geiler Wurf. Ich freue mich jetzt immer noch darüber. Ja, der Part klappte. Aber es waren doch schon so einige Meter. Aber da eine 3 zu spielen, finde ich schon ganz okay. Eine 2 ist schon mega Bombe. Also entweder muss der Putt richtig kommen oder man muss einen sagenhaften ersten Wurf hinlegen. Bahn 12, ich voller Euphorie. Ja, das könnt ihr überhaupt sehen. Das sieht man links und rechts die Bäume. Das sind Mandobäume. Da muss man genau durchspielen. Und ich war überzeugt, ich schaffe das. Ich dachte mir, ich mache genau denselben Wurf wie vorhin. Stelle die Scheibe aber zu doll an. Dazu noch der Wind von links und ich lande in diesem großen Busch. Ja, schämlich. Da kann man sehen, wie ich da versuche reinzukriechen. Denn man muss ja ab dem Punkt werfen, wo man gelandet ist. Ja, mit dem Roller konnte ich mich da rausretten. Das ist auch zum Glück weit genug gerollt. Ja. Hey, was ist da auch noch stecken geblieben? Also eine Lehre auf dich draus gezogen. So, Linkswurf. Einmal um die Bäume. Man sieht das nicht genau. Meine Spieler haben später gesagt, also ich habe es gerade so geschafft, um den rechten Mann den Baum zu links rum zu spielen. So, der Putt. Ja. Das sind so Sachen, das ist cool. Das war wirklich kurios. Du denkst, das Ding ist im Kopf drin, aber nein, der Kopf spuckt es wieder aus. Ja, muss man es halt mit Humor nehmen. Hauptsache, es macht Spaß. Ja, plus 1. Ne, 5, ja. Wir haben schon bereits die Bahn 13, die letzte Bahn. Der Weg, also hinter links, alles hinter dem Weg ist OB.
mal wieder mit einem Linkswurf. Aber die Scheibe geht viel zu weit. Ja, und hier nachhinein würde ich sagen, hätte ich vielleicht einen Straddle-Putt putten sollen. Ja, werfe dran vorbei. Aber kann doch, glaube ich, eine 3 spielen. Ja, eine 3 plus 1 am Ende. Ja, 43 Würfe. Ein paar Birdies. Es hat echt Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.